Wenn jetzt aber ein wunderbar Underground vom Erlacherhof, unser Kellerstudio zum Ferdinand Vogler. Er ist dort parat und hat zum nächsten Thema, glaube ich, schon die Startlöcher auf da. Und zwar ist das UX-Test. Ferdinand, um was geht es dort? Sag mir schnell. Es geht darum, dass diese kleinen Geräte uns manchmal wahnsinnig machen können und was der Grund dafür ist. In dem Fall schlechte UX. Wunderbar, dann gebe ich das Wort dir. Ich wünsche euch, meine Damen und Herren, viel Vergnügen weiterhin beim Berner Digitaltag. Danke fürs Zuschauen. Herzlich willkommen zur Session, wo wir über UX, User Experience reden. Kennen Sie das vielleicht, wenn Ihr Smartphone Sie mal wieder verrückt macht und es nicht tut, was man eigentlich möchte? Das liegt daran, dass gewisse Leute ihren Job nicht richtig gemacht haben, beziehungsweise gewisse Leute gar nicht an einem Projekt beteiligt waren. Wir haben heute einen Spezialisten bei uns, der sich genau damit beschäftigt. Wenn er seinen Job gut macht, dann spüren die Leute das nicht, weil die Sachen einfach gut funktionieren. Ich habe Philipp Murkowski im Call mit mir zusammen, der die Abteilung der User Experience vom IT-Dienstleister Puzzle ITC aus Bern leitet. Der studierte Psychologe leitet zudem die Fachgruppe User Experience der Swiss ICT. Also wenn es jemanden gibt, der sich mit User Experience auskennt, dann ist es Philipp Murkowski. Ich gebe das Wort einfach an dich, Philipp, und wir sind gespannt, wie du auch anhand eines Startups, und zwar Bits About Me, uns zeigst, wie so ein Testing überhaupt abläuft und warum das überhaupt wichtig ist, dass wir uns für User Experience alle interessieren sollten. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, Ferdinand, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist, wie gesagt, Philipp Murkowski und ich leite das Berner Design Studio VRCube. Und es geht heute, wie gesagt, um das Thema User Experience, das heißt das Nutzungserlebnis. Und heute findet ja in der ganzen Schweiz der Digitaltag statt. Und das Thema Digitalisierung ist ja zurzeit auch eines der Themen, das sehr häufig in den Medien und auch in der Politik diskutiert wird. Und in der ganzen Berichterstattung und Diskussion dominiert die technische Seite dieser Digitalisierung. Und über die Menschen, für die diese digitalen Produkte eigentlich gedacht wären, wird nur relativ selten gesprochen. Darum geht es mir heute. Und jetzt hätte ich eigentlich dann gerne noch den Foliensatz, den man einspielen sollte. Jawohl, vielen Dank. Eben aus diesem Grund, und du kannst vielleicht gleich auf die nächste Folie weiterspringen, aus diesem Grund, weil es häufig eben nicht so sehr um die Menschen geht, sondern vielmehr um die Technologie, gibt es Firmen wie uns, Designstudios, die sich damit beschäftigen, wie man diese digitalen Produkte für die Menschen besser nutzbar machen kann. Und das erfordert einen ganz guten interdisziplinären Mix. Wir haben bei uns im Team Leute aus den Themenbereichen Psychologie, aus den Themenbereichen Design, aber auch Engineering, die sich damit beschäftigen, wie man diese Produkte nutzbar machen kann. Ich selber beschäftige mich jetzt schon seit über 15 Jahren mit diesem Thema und die Ausgangslage, die ich antreffe, ist eigentlich immer wieder dieselbe. Eine private Firma oder eine staatliche Stelle hat ein neues Produkt kreiert und geht damit auf den Markt. Und was dann passiert, ist oft das hier. Dann hätte ich gerne das nächste Slide, bitte. Ich bekomme dann eine E-Mail und diese E-Mail, die Sie hier sehen, das ist relativ typisch dafür, was genau dann passiert. Der Text ist, wir sind dabei, ein neues Produkt zu lancieren. Leider haben uns einige User bei ersten Tests ein schlechtes Feedback gegeben und jetzt wissen wir nicht recht, was wir tun sollen und brauchen jemanden, der uns dabei hilft, dieses Problem zu beheben. Und in unserer Branche spricht man in diesem Zusammenhang vom sogenannten Nutzungserlebnis oder Englisch der User Experience und die hat verschiedene Facetten, die wir auf dem nächsten Slide anschauen können. Ein Produkt muss nicht nur nützlich sein, es muss auch benutzerfreundlich sein, es muss
wünschenswert sein, wertvoll. Man muss es auffinden können. Es muss barrierefrei sein, auch für Leute mit bestimmten Einschränkungen. Und es muss auch ein vertrauenswürdiges Produkt sein. Und wie wir sehen, es sind viele verschiedene Aspekte, die hier zusammenpassen müssen. Und die Benutzerfreundlichkeit oder eben auf Englisch die Usability, das ist nur eines dieser Themen. Aber wenn Sie dort ein Problem haben, dann müssen Sie etwas dagegen unternehmen. Schauen wir uns also an, was Usability eigentlich genau ist. Und da auf dem nächsten Slide sehen wir die Definition von Usability, so wie sie in den ISO-Normen festgehalten ist. Und wenn man es noch etwas genauer anschaut, dann sieht man, nächstes Slide bitte, die Usability eines Produkts ist das Ausmaß, in dem es von einem bestimmten Benutzer oder einer bestimmten Benutzerin in einem bestimmten Kontext verwendet wird, um ein bestimmtes Ziel effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Es geht also hier nicht um Funktionalitäten oder es geht auch nicht um die Features, um die sich bei den digitalen Produkten oft so vieles dreht, sondern es geht um die Menschen, die ein bestimmtes Ziel haben, welches sie erreichen möchten. Und das bitte effektiv, also sie möchten das Ziel auch wirklich erreichen und zwar möglichst effizient, das heißt ohne große Umwege, ohne große Hürden in der Bedienung. Und wenn das alles soweit klappt, dann stellt sich auch eine gewisse Zufriedenheit ein. Jetzt, wir könnten ja die Benutzerinnen und Benutzer einfach fragen, ob sie jetzt mit der Nutzung unseres Produktes zufrieden sind. Und wie wir alle wissen, passiert das auch immer wieder. Also es vergeht kaum ein Tag, wo ich keine E-Mail erhalte, wo ich dazu aufgefordert werde, meine Rückmeldungen zu einem bestimmten Produkt oder einem Service abzugeben. Es ist schon fast zu einer gewissen Plage geworden, diese zahlreichen E-Mails. Und grundsätzlich ist das ja schon eine Möglichkeit, um Rückmeldungen einzuholen, aber es gibt dabei ein bestimmtes Problem. Bitte nächstes Slide. Und zwar gibt es in unserer Branche ein BOMO, das sagt, die erste Regel der Usability sei, don't listen to users, also hört nicht auf eure Benutzer. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen kontraintuitiv auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick sehen wir relativ schnell, was damit gemeint ist. Nächste Slide bitte. Und zwar geht es dabei um Folgendes. Wenn wir in der Psychologie ist es ein altbekanntes Phänomen, dass die Einstellungen und Meinungen einer Person nicht unbedingt übereinstimmen damit, wie sie sich dann am Schluss effektiv verhält. Also Einstellungen und Verhalten sind nicht dasselbe. Wir kennen das am Dessertbuffet, aber wir kennen das auch in verschiedenen anderen Kontexten. Und wenn wir ein Produkt gestalten, wunderbar. Also um es mit den Worten von Nielsen zu sagen, to design the best user experience. Auch die Spekulation der User, ob sie ein bestimmtes Produkt in der Zukunft nutzen würden oder nicht. Und er sagt auch relativ provokativ, users do not know what they want. Jetzt der nächste Slide bitte. Jetzt haben wir offenbar ein Problem mit dem nächsten Slide. Die Verbindung zur Regie ist...
jetzt machen, damit wir dieses Phänomen umgehen, ist, dass wir die Leute nicht befragen, sondern dass wir sie beobachten, wie sie... Ist die Verbindung ein bisschen abgekappt. Wir arbeiten aber im Hintergrund daran, dass alles wieder funktioniert. Ich sehe es zwar nicht, aber ich weiß, dass oben gerade verschiedenste Personen durch den Raum schwirren und irgendwelche Kabel verlegen und hoffe, dass das jeden Moment gelöst sein wird. Was ich bisher mitnehmen kann vom User Experience Testing ist, dass genau das, was wir auch schon in den vorherigen Talks besprochen hatten, so dieses, was macht der Nutzer eigentlich, das Gerät immer wieder ins Zentrum, obwohl es eigentlich so selbstverständlich scheint, aber heute traut man sich anscheinend immer mehr, die Leute dann auch tatsächlich zu fragen, was erwartest du eigentlich, was soll passieren? Und viele gehen so mit dem Eindruck rein, ich weiß es vielleicht gar nicht. In dem Fall, ich höre gerade, wir sind wieder da und ich kann das Wort wieder an Philipp übergeben. Philipp, probieren wir es nochmal. Tipptopp, also das ganze Zoom-Live-Zuschalten-Versuch benötigt ein bisschen Improvisationsgabe, aber das ist kein Problem. Wie gesagt, also bei Usability-Tests lassen wir die Leute wirklich live Dinge tun, und zwar nach einer vorgegebenen Aufgabe. Diese Aufgabe soll dazu führen, dass die Leute eben ein bestimmtes Ziel in ihrem Kopf entwickeln. Also wir müssen ihnen dieses Ziel, was wir vorhin bei der Definition des Begriffs Usability gesehen haben, dieses Ziel müssen wir ihnen vorgeben und dann schauen wir, wie sie dieses Ziel erreichen. Und dabei ist ganz wichtig, es geht nie darum, ein Produkt schlecht zu machen. Also wenn wir Usability-Tests durchführen, dann sehen wir sehr häufig Probleme. Wir sehen häufig auch Rückmeldungen der User, dass sie nicht zufrieden sind, dass sie gewisse Probleme haben, dass sie ungehalten sind manchmal. Aber es geht uns nie darum, irgendein Bashing eines bestimmten Produktes zu machen. Das wäre völlig kontraproduktiv. Es geht darum, zu verstehen, welche Probleme die Leute haben, wenn sie ein Produkt nutzen, und dort dann daraus mögliche Lösungen abzuleiten. Jetzt, wie das ganz genau funktioniert, werden wir Ihnen im Anschluss gleich zeigen. Und zwar ist es so, das findet über den Zoom-Call statt, in dem ich im Moment mit der Regie und Ihnen verbunden bin. Sie sehen den Zoom-Call auf der Webseite des Digitaltags und ich hoffe, die Regie kann dann den Link dort noch kurz einblenden, damit die Leute, die daran interessiert sind, sich in diesen Zoom-Call einwählen können. Wir werden Ihnen live demonstrieren, wie ein Usability-Test funktioniert. Am Beispiel des Berner Startups Bits About Me, die ein sehr spannendes und interessantes Produkt haben. Und dort dann werden wir Ihnen ganz live zeigen mit einer unvoreingenommenen Testperson, wie das genau funktioniert. Jetzt, wenn Sie nicht an diesem Zoom-Call teilnehmen können, weil Sie keine Zeit haben oder etwas anderes am Digitaltag besuchen möchten, dann gehen Sie auf unsere Website www.wearecube.ch, schicken Sie uns eine Nachricht und wir werden Sie informieren, sobald diese sobald wir die nächste Live-Demo geplant haben, damit Sie sich vielleicht dann dort zuschalten können. Oder wir werden, wenn alles klappt, auch eine Aufzeichnung dieses Tests dann Ihnen zur Verfügung stellen können. Und damit wäre ich eigentlich soweit schon am Ende und könnte ins Studio zurückgeben. Sehr schön, vielen Dank, Philipp. Um 14.15 Uhr, also in weniger als 3 Minuten, sogar sagt mir die Uhr, geht es weiter, wo wir ein Live-User-Testing miterleben können mit Philipp Mokowski. Für alle, die sich mal fragen, wie sieht sowas tatsächlich aus, und vielleicht kann ich mir da auch so ein bisschen Wissen draus nehmen. In dem Fall, wir schalten auf eine kurze Pausenslide. 14.15 Uhr im Zoom-Link geht es weiter mit Philipp Mokowski. Viel Spaß an alle künftigen User-Tester.